Sumina. Hier ist Nendo Freak. Und Pikachu schläft. Okay, so wird das nie was. Ich glaube, wenn ich mal in meinem Hauptmenü schaue, meine Zeit sagt, dann wird die Zeit wohl irgendwie was von mehr Stunden sagen, weil ich meine Videos immer render, während ich spiele. Das ist sehr komisch, ich weiß. Ich könnte ein paar Freundschaften schließen, bevor ich weiterspiele. Also sprechen wir in diesem Part mal so gut wie jedes Pokémon an, das uns über den Weg läuft. Griffel. Niemand verliert gegen einen Freund, habe ich nicht recht? Die meisten Pokémon fangen heimlich an zu trainieren, sobald du dich mit ihnen angefreundet hast. Es lohnt sich also auch, nochmal gegen Pokémon zu kämpfen, die bereits deine Freunde sind. Hey, wie wär's mit einer Runde fangen? Natürlich. In Ordnung, ich laufe davon und du fängst mich, klar? Das heißt, man spielt Fang, um Freundschaften zu gewinnen. Oh Gott, ist das Griffel schnell. Und dann noch diese Steuerung in dem Spiel, ist es... Griffel ist gegen mich gerannt, der Idiot. Ist ja irgendwie klasse, ne? Und es versteckt sich in dem Busch. Du hast mich erwischt. Ich spiele für mein Leben gern. Aber jetzt sind wir Freunde. Ab jetzt sind wir Freunde. Und da hinten läuft ein Shelterer. Ein riesengroßes im Hintergrund. Schleicht sich einfach mal so vorbei und schiebt irgendwie das Mirapla vor sich her. Okay. Meinen Geschwistern sage ich auch Bescheid. Damit sind alle Griffel hier im Park deine Freunde. Toll. Griffel ist jetzt dein Freund. Ambidiffel ist ein... Toll, jetzt kriegen wir die Entwicklung. Was hat es mit dem Shelterer? Ach du Scheiße. Du bist derjenige, der Bisaflors Herz erweicht und so für frischen Wind in der Grünzone gesorgt hat. Habe ich recht? Und wer turnt da vor der Kamera rum? Ich hoffe echt, dass sich Bisaflor, Empoleon und Lokok irgendwann wieder versöhnen werden. Was ist? Willst du vielleicht mit mir kämpfen? Ich dachte schon, wenn wir jetzt mit ihm Fang spielen müssen, dann zeig mir, was du drauf hast. Dein Donnerblitz zeigt bei mir übrigens keine Wirkung. Schreib dir das hinter die Ohren. Im Pokepark sind auch Pokémon unterwegs, die gegen deine Elektroattacken immun sind. Du bist ja auch ein Steintyp. Und ihr seid irgendwie alle im Weg beim... Toll. Das muss ich nur mit der Schädelwurme machen. Habe ich mir jetzt wehgetan? An was? Ah. Ah. Pff, vorbeigerannt. Schade. Pikachu ist besiegt. Du bist noch nicht bereit für mich. Komm wieder, wenn etwas stärker geworden bist. Ich warte. Okay. Dann suche ich mir mal neue Freunde. Freunde. Das Volipurba letztens. Da, mit dem will ich befreundet sein. Erstmal Mirapla. Seid ihr jetzt wütend aufeinander? Warum ist es wütend auf mich? Ich verstehe es nicht. Ach ja, in der Grünzone ist einfach alles so wunderschön grün. Betonung muss es sein. Aber angeblich besteht eine andere Zone hier im Park sogar aus einem riesigen Blumenmeer. Gerüchte zufolge blüht dort auch ein äußerst seltene Pflanze. Hör mal, ich spiele total gern Verstecken. Beim Verstecken gilt es, das Pokémon, mit dem du gerade einen Wettstreit veranstaltest, innerhalb einer vorgegebenen Zeit zu finden. Drücke B, um dich in die Richtung zu drehen, in die du schaust, um den Überblick über das gesamte Spielfeld zu gewinnen. Komm, lass uns mit einem Mirapla, das sich vergräbt und es ist irgendwie logisch. Gut, dann verstecke ich mich jetzt. Halte Ausschau nach einer rosafarbenen Blume. Wieso nach einer rosa... Wehe, du findest mich nicht. Oh, wie süß. Rosafarbene Blume. Rosa. Rosa. Du bist auf dem Holzweg, Entschuldigung. Mirapla, wo bist du?
Mirabla! Bist du? Mirabla! Komm hier! Da, rosa, alles rosa. Ich nehme an, Mirabla hat sich eingegraben. Hä? Wo ist dieses Mirabla? Ja, ich bin auf dem Holzweg. Rosa Blumen. Ich werde... Da ist es! Ansprechen! Was? Ich wollte es nur ansprechen. Ich will nochmal. Nochmal. Ich hätte es nur ansprechen müssen innerhalb ein paar Millisekunden. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich will jetzt, dass du meine Freundin bist. Freundin, du bist so weiblich, oder? Halte, gut, ja. Gut, wo war sie gerade eben? Hallo. Hier irgendwo, ne? Warum gräbst du dich auch ein, Mirabla? Das ist doch so Mirabla. Ja, Entschuldigung. Wo bist du? Da. Tja. Gut, hihi, du hast mich gefunden, aber ich bin froh, dass du mich entdeckt hast. Mirabla ist jetzt dein Freund. Ja, ich betone das absichtlich so bescheuert. Ich kämpfe nicht nochmal gegen dich. Und ich will mal zu dem Ambidiffel. Hallo? Ich möchte mit dem Ambidiffel sprechen. Darf ich mit dem Ambidimbel sprechen? Dimbel. Ups. Ich würde ja so gern Bisaflors Spiel teilnehmen, aber... ich kenne da nämlich einen Trick. Lässt man die Liane los, wenn sie gerade den tiefsten Punkt passiert hat, soll er eine besonders gute Leistung erzielen können. Probier's mal aus. So nach einem Gegner. Lass uns gegeneinander kämpfen. Aber noch nicht hier. Du bist im Weg, Griffel. Ich springe. Warum? Pikachu. Was? Zur Hölle. So, Double Kill. Wohin zielst du? Mein hübsches Kindchen. So. Das ist ein gewonnener Kampf. Ich wollte eigentlich, dass es in dem Part irgendwie schneller geht mit Freunden suchen. Gut gemacht, du hast es drauf. Lass uns Freunde werden. Alle Pokémon, die größer sind als ich, gegen die muss ich logischerweise kämpfen. Wollte unser Mankey nicht noch eine Revanche haben? Komm mal her, Mankey. Nicht springen, sprechen. Du hast also Bisaflors Spiel gemeistert, was? So gefällst du mir. Komm, lass uns etwas herumrandalieren. Also los geht's, kämpfe mit mir, ja, natürlich. So, ich bin jetzt ein... Um einiges besser. Kippe ja nicht aus den Latschen, wenn es ums Randalieren geht. Er hat gerade mal ein Kraftdingsi mehr. Schädelwumme, wuh! Es ist irgendwie einfacher, wie wenn du Donnerblitz einsetzt. Ah. Es kann Raserei. Komm her. Oh, voll gepwned. Gewonnen. Da hast du deinen Revanche. Grr, das habe ich vergeigt. Du bist ganz schön stark geworden. Schließe dich mir an, Link, und ich mache dich zum größten Herrscher von Koridai. Schließt du auch schön fleißig neue Freundschaften? Erweitere deinen Freundeskreis, dann gibt's Randale und Sandalen. Toll gesagt. Die Zeit wird knapp. Das nächste Mal suchen wir uns wieder ein bisschen Freunde und machen dann auch mit der Story weiter. Wir sehen uns im nächsten Part. Osu. Das war jetzt irgendwie unpassend. Bis zum nächsten Part. Tschüss.